Brapp. Was war das für ein Sound? Den fand ich gut. Aber wir werden ja auch in nächster Zeit mehr hier so streamen. Also wenn ich dann am Wochenende mal jetzt nicht kann oder so, so wie in den letzten Wochenenden, hatte ich mir auch überlegt, mal so unter der Woche, so von 17 bis 19 Uhr oder so, je nachdem wie viel zu tun ist, können wir zum Beispiel mal eine Runde Hot spielen. Ich habe ja gesehen, dass, ich habe ja viele von euch in der Friendlist, dass viele Heroes of the Storm spielen. Da können wir mal schön ein Fünfer-Team machen. Ich habe neulich auch mit dem Juror schon zusammen ein paar Games gemacht. Eigentlich ganz gut, der kann das. Genau. Machen wir mal ein paar Fünfer-Teams. Vielleicht mit Teamspeak mal schauen. Also sobald das Setup hier steht, wollen wir halt auch regelmäßiger. Mal unter der Woche hatten wir ja noch erzählt. Ja, wir hatten heute leichte technische Schwierigkeiten. Leicht, ja. Können wir mal Pause machen? Ja, geht nicht Pause sogar. Du kannst das Spiel auch irgendwie anhalten, oder? Doch. Da. Siehste. Oder? Jetzt ist Pause. Okay, mal eben Pause. Ich muss mal jetzt geht's aber weiter im Hintergrund, oder? Nee. Doch. Oh. Wie geht Pause? Wie geht Pause? Drück du mal P, Lennart. Nee. Das ist ja total doof. Da gibt es eine Option, überspeichern. Aufgeben heißt die. Kannst ja mal drücken. Voll witzig. Ja, ne? Ist schon so weit, Lennart, dass du schon so verzweifelt bist. Was? Du hast mich gecarried, Joa? Nein. Ich habe das erste Mal ETC gespielt. So schlecht ist das eigentlich nicht. F3 ist Pause, sagt der Chat. F3? Oh, gut. Warte mal. Kannst du F3 drücken, Lennart? Ich glaube, die F-Tasten bei der Tastatur sind anders belegt. Bei meiner aber auch. Ah, alles klar. Da machen wir mal kurz Pause. Ich muss mal eben telefonieren. Wir sind gleich wieder da. Gleich wieder da. Ja. Der Lennart bleibt drauf. Ja, ist aus. Der Lennart kann was erzählen. Lennart? Was? Erzähl doch mal was. Wieso? Wir haben noch Pause, dachte ich. Nö, wir sind jetzt noch drauf. Ja, was soll ich sagen? War ein harter Tag, ne? War ein langer Tag, ja. Ich trinke so gerne dieses Leitungswasser. Es hat so viel Geschmack. Vor allem aus dem Hahn, ne? Ja, das ist so eklig. Aus dem Nuklearhahn. Das schmeckt doch schon gammelig, oder? Nee, wenn man so ein bisschen. Warte, erst runterdrücken. Langsam runterdrücken. Ja, sehr schön. Ich zeig's fürs Publikum. Oder dafür würde ich glatt auch noch so ein bisschen nehmen. Guck mal, wie schön der Kaffee ist. Eieiei. Aber ich habe hier irgendwo eine Tasse. Warte, ich hol mal. So, ich spiele mal weiter. Ja. Ja. Der ist doch jetzt schon so weit, dass er da auf der ganzen, auf der halben Karte da irgendwelche Einheiten und Gebäude hat, oder? Das ist das Problem. Da, während ich eine Stelle habe, wo ich Häuser habe, ich habe eine Stelle, wo ich meine Felder habe, ich habe eine Stelle, da tue ich die ganzen Kasernen hin. Nee, macht auch keinen Spaß. Macht keinen Spaß, ne? Nö. Ich glaube, ich gehe jetzt auch nach Hause. Wo haben wir 17.16 Uhr mit irgendwie Zeit? 17.16 Uhr? Mhm. Was machst du denn? Vorhin habe ich Jochen gefragt, kriege ich auch einen Super Games TV Saft und er hat es einfach ignoriert, ne? Ach, wenn ich wollte, hole ich mir eins. So.
Zwischenfahrt. Was ist das denn hier? Sehr gut. Ja, aber das macht doch Spaß, Lena, ne? Mhm. Ja, gerade mit euch, total Spaß. Ja. Was machst du? Auf einmal weiter oder was? Nein, warte doch mal. Ich habe einfach nur mal so provisorisch auf die Leertaste gehauen. Aus Frust. Ah. Schönen Kaffee, ne? Schönen Kaffee. Lecker. Guck mal, wie gut der geworden ist. Mhm. Alter Schwede, kannst du nicht durchgucken. Der hat, glaube ich. Thomas, sind wir denn schon 1000? Ja. 3208. Nein, sag mal. 328. 328. Da ist noch Luft nach oben, ne? Ja, mhm. Weil, was, da gucken gerade 328 Leute zu. Das ist irgendwie ein totaler Druck, der auf mir lastet. Den kann ich irgendwie gar nicht so. Das ist Wahnsinn. Wenn das Druck ist, Lennart. Ja, können wir weitermachen, dann muss ich nicht so viel darüber. Wie ist denn im Moment die Gefühlslage bei dir? Also, bei mir ist ganz gut. Bei mir sieht es ganz gut aus. Ja, weil das freut mich auch. Das ist schön. Ich schreite gleich in das nächste Zeitalter vor. Ja, schön. Aber so waren die Spiele jetzt irgendwie immer, die ich von euch gesehen habe. Aber ja. Lennart hat mich beim letzten Spiel beinahe gekriegt, muss man ja sagen. Ja, ich lerne ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich das einfach nicht kann. Es ist so, dass ich das nie so gespielt habe. Ja. Denn wenn ich Age of Empires gespielt habe, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, welche Rasse ich nehme und habe mir überlegt, wie ich dann so mein Königreich erschaffe und so. Wie du vorhin gesagt hast, ich hab an meiner Burg gebaut und habe dann irgendwie den KI-Gegner halt geschlagen. Aber auch nicht nur, ich habe nicht irgendwelche Gefechte oder so geführt, sondern ich habe einfach die Story gespielt, wenn es die überhaupt gab in dem Spiel. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich habe das auch, Age of Empires habe ich nie durchgespielt. Ich bin eher so der Command & Conquer-Typ und ich sag dir, wenn wir mal irgendwann mal, und das wird kommen, Command & Conquer spielen, 20 Minuten bist du weg. Ist einfach so. Das wird eine ganz kurze Nummer. Das ist einfach so. Ich habe das rauf und runter gespielt und Age of Empires war immer so, ja, Mittelalter, ganz cool, aber Command & Conquer war irgendwie schon 1000 Mal besser. Möchtest du jetzt sagen, dass wir dich gezwungen haben, hier zu spielen? Was haben wir? Wer? Was? Haben wir dich jetzt gezwungen, hier zu spielen? Nee, das nicht. Das macht aber es macht dir doch Spaß. Das macht mir Spaß. Ja, siehst du, dann spiel noch weiter. Ist ja nicht so, dass ich hier gefangen bin im Keller oder so. Nö. Lennart, bist du bereit? Ja. Es geht weiter. Alles klar. Boah, die Spannung ist kaum auszuhalten hier. Ja. Ne? Oben ist wieder Konfirmandenunterricht. Es rumpelt jetzt wieder ein wenig. Ich erzähle ja immer gerne die Geschichte, wo wir mit Nico Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 gespielt haben. Da bist du, Jochen, da warst du von uns rein der Schlechteste. Das Mikro ist Lennart gerade kaputt gegangen. Ja, das kann sein. Keiner hört ihn. Ich hab rumgeschrien. Ja, du hast richtig rumgebrüllt in deinem Büro. Du hast denn fast ein. Das ist echt. Du warst doch echt, also. Was denn? Was du geschrien hast. Kleiner. Nee, was möchtest du mir sagen, was ich war? Naja, sauer. Sauer. Sauer warst du. Sauer würde ich das jetzt nicht nennen. Entschuldigung. Ich war motiviert. Wann werdet ihr denn endlich Partner? Ich möchte den Stream gerne mal in scharf sehen. Scheiße, ja. Heute Abend. Ich muss ja nur den Vertrag unterschreiben. Ja. Ja. Seit 3 Monaten. Übrigens, wenn heute das Bild unscharf ist, also so ein bisschen gammelig von der großen Cam, dann liegt das an dem Konverter, der dazwischen ist. Eigentlich hat die Kamera geiles Bild, aber wir müssen das so ein bisschen rummurkseln, damit der Hardwaremischer das erwischt. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Was? Sag ich hier 45? Oh nein. Was denn? Ich habe 45 Dorfbewohner erschaffen auf einmal. Hä, wie geht das denn? Ja, in eine Warteschleife, aber das, so viel wollte ich gar nicht. So, 8, 7 reichen. Mittlerweile schon lächerlich, das Ding mit dem Vertrag. Sorry. Da sind auch Leute im Chat, ey. Das stimmt. Drück mal das X oben rechts. Dann hast das du was? Nee, du nicht. Und immer schön Häuser bauen. Hier oben sieht man. Hast du nur 125 Maximalbevölkerung eingestellt? Nee. Quatsch. Das 200, glaube ich. 200. Siehst du, also hier oben kann man sehen, ich habe für 125 Häuser und 82 habe ich gerade. Das heißt, da muss eine 200 irgendwann gleich stehen. Dann baut man und baut man und baut man und kriegt immer eine Fehlermeldung, dass man eigentlich nicht genug Leute hat. Ja.
Das wäre doof. Gut, ne? Dass Jochen nicht weiß, dass ich nur 2 Soldaten habe. Der Rest ist alles Bauern. Wenn er mich jetzt angreifen würde, dann würde es sehr kritisch für mich aussehen. Was? Ich habe nichts gemacht. Ja. Hat jemand geklopft? Nein, das war meine Pfeife. Ach so. Und immer frühzeitig expandieren, ganz wichtig, ne? Frühzeitig schon. Ach ja. Schön, ne? Ja, spannend. Ja. Soll ich mal angreifen? Ja, greif doch mal an, Lennart. Ja, siehst du das, Thomas? Ja, sicher sehe ich deine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, jetzt geht er weg. Also, Lennart steht irgendwo am Wasser und will attacken, aber in der Nähe von seinem Dorf. Was ist das denn jetzt? Oh, Jochen, ey, das muss doch. Jochen. Warum denn so früh? Jochen. Ey, so ein Arsch. Ja, man muss einmal so eine kleine Spitze geben, damit man das ganz gut. Was ist das eigentlich für ein Sound? Wann macht er das? Ah, sie sind beide fokussiert. Wer kann mir das sagen? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ey, das macht sowas von keinen Spaß, ne? Scheiße. Wieso hast du... Was denn? Bleib doch hier, Jochen. Einheit erschaffen. Hier. Ah, danke. Und was ist dieses Raschelgeräusch? Dieses Tick-Tick. Brap, Tick-Tick. Was für ein Geräusch? Dieses Tick-Tick. Also blau ist der Lennart, rot ist der Jochen. Blau Lennart, rot Jochen. Dieser Kaffee, ne? Rascheln heißt, Feld ist leer. Alles klar, Feld erschöpft. Okay. Ich lerne das Spiel jetzt durch den Chat und nächstes Mal ziehe ich euch beide mit Hände auf dem Rücken gebunden ab. Ja. Mhm. Glaube ich auch. Ja, man muss sich ein bisschen konzentrieren, leider gerade. Das ist, ja. Tut mir leid. Nö, ich unterhalte die Leute hier. Muss halt immer gucken, dass alles läuft, alles weiterentwickelt wird.